Das dürfte dem Planeten eine Atempause verschaffen. Ja. Okay, alle zurück. Ei, 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 ei. Au, 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 mein Popo. Au, 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 au. Ah, ah, heiß. Okay, lass uns verschwinden. Rendezvous an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Hey! Du willst dein Geld? Warte, bis wir wieder im Versteck sind. Ich glaube, in der Originalversion sagen sie nicht, das sollte den Planeten eine Atempause verschaffen, sondern irgendwie, das sollte den Planeten am Leben erhalten. Da habe ich immer damals gesagt, ein Reaktor? Ob der jetzt den Planeten am Leben erhält? Das ist so ein bisschen, ha. Wieso erinnere ich mich daran? Das ist verrückt. Und die Crisis Core gesehen haben, kennen dieses Gebiet hier. Entschuldigung. Was ist passiert? Du verschwindest hier lieber. Nichts hört zu. Verdammt, jetzt weiß ich natürlich nicht, was genau damit... Nichts hört zu. Mist, das weiß ich... Ah, verdammt, jetzt weiß ich das nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist viel zu lange her. Wir können nämlich hier was bekommen. Und das würde ich auch gerne haben. Okay, nichts hört zu. Ah. Hier sieht man nicht viele Blumen. Ach, die? Gefallen sie dir? Sie kosten nur ein Gil. Und wir kaufen eine. Oh, danke schön. Hier. Und wir haben eine Blume von einem Blumenmädchen gekauft, die wir auch schon im Intro gesehen haben. Ich bekomme bei der Musik direkt so Memories. Irgendwie habe ich gerade auch Spaß, mir die ganzen Details alleine in dieser Szene hier anzugucken. Es ist furchtbar, es tut mir leid. Und ich wette, die Jüngeren unter euch, die können gar nicht so wirklich nachvollziehen, was ich da damals als kleine Kröte... ja, wie das halt war, als man das gespielt hat. Beim Intro war es schon so aufregend. Beim zweiten Mal, nach zwei Wochen natürlich. Und ja, okay. Gehen wir mal weiter. Die Leute rennen in Panik umher. Hey, warte. Was zum Geier geht hier vor? Nochmal? Okay, mehr sagt sie nicht. Und hier haben wir wieder einen Trank. Ich frage mich, was es da drüben an der Wand ist. Mal sehen. Lasst euch von Shinra nicht zum Narren halten. Die Mako-Energie hält nicht ewig vor. Mako ist die Lebensquelle des Planeten. Das Ende ist in Sicht. Die Beschützer des Planeten. Avalanche. Oh, stimmt, das hatte ich gesagt. Avalanche. Ich hoffe, ihr nehmt es keine Übel, wenn ich es einfach weiterhin so ausspreche. Alles ist so ruhig. Hey, du da! Shinra-Soldaten, die bekämpfe ich. Ich nehme jetzt auch alle mit. Ich werde euch alle bekämpfen, obwohl ich mal einer von euch war. Mit den Knüppel. Tschüss. Es gibt übrigens auch einen Zauber, mit dem die Zeit viel schneller abläuft. Das ist also nur am Anfang so lahm. Was zum... Ah, verdammt. Bekämpfen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Okay.
Okay, Nummer 1. Das kann mir nichts. Das kann mir wirklich nichts. Und ich glaube, ja, haben wir Kandidat 2. Tschüss. Und der nächste. Da ist er. Oh, verdammt. Oh oh. Bekämpfen. Ich muss euch übrigens noch darauf hinweisen, dass in den... Er sagt heute Cutscenes. Wir haben damals FMVs oder Zwischensequenzen gesagt. Also in den Cutscenes ist es so, da wechselt sich der Stil manchmal. Es gibt zwei verschiedene Stile. Einmal so wie der normale, naja, wie im Spiel auch, halt nur in 3D mit abgerundeten Kanten. Und einmal dem vom Intro halt. Also die schöneren Cutscenes. Damit ihr Bescheid wisst. Wir sind also mal so, mal so. Und wieder ein Trank. Oh, 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 oh. Oh, verdammt. Weiter kommst du nicht. Ich habe keine Zeit mit mich euch zu balgen. Bitte was? Genug gefaselt? Das ging zu schnell. Weg sind wir. Da kam der Zug gerade rechtzeitig. Cloud ist nicht gekommen. Cloud, ob er getötet wurde? Niemals. Cloud. Ha? Ha? Hm. Sag mal, meinst du, Cloud kämpft bis zum Ende für Avalanche? Wer soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Wenn ihr nicht alle so ausgeflippt wärt. Hey, Barrett. Was ist mit unserem Geld? Verdammt. Nichts. Entschuldigung. Oh. Hä? Hä, was ist das? Cloud! Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig, ziemlich spät. Machst hier einen riesen Auftritt. Ist doch nichts dabei, mach ich immer so. Mist. Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Und du scherst dich um niemanden außer um dich selbst. Hm, du hast dich um mich gesorgt? Ah, was? Das zieh ich dir von deinem Geld ab, du Angeber. Auf, Leute. Es geht los. Folgt mir. Hep. Hey, Cloud. Du warst klasse. Hep. Hey, Cloud. Nächstes Mal sind wir noch besser. Hep. Vorsichtig. Ich mach das zu. Oh, Cloud. Dein Gesicht ist völlig schwarz. So, besser. Danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Hep. Ich muss aufhören, Hep zu sagen. Was zur Hölle ist mit mir los? Tschüss. Dinge, die ich damals sofort getan habe. Was kann ich hier machen? Was kann ich hier machen? Und los. Letzter Zug aus Sektor 8. Endstation Sektor 7. Depot erwartende Ankunft, 12.23 Uhr, Midgard-Zeit. Oh, 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 oh Gott, oh Gott. Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann. Ach, diese Kinder. Okay, diese Kinder nicht, aber das war ein doofer Mann. So.
Wie? Das ist mein Zuhause. Macht's euch gemütlich. Okay. Hast du die Schlagzeile in der Shinra-Tagesanzeiger gesehen? Die Terroristen, die Reaktor 1 gesprengt haben. Wow, diese Zeitung ist wirklich schnell, dass es jetzt schon in der Zeitung steht, obwohl es gerade passiert ist. Kommen irgendwo aus den Slums. Ein Reaktor in die Luft gejagt. Da haben die sich ganz schön was ausgedacht. Sie müssen einen ziemlich gerissenen Anführer haben. Was sie wohl als nächstes anstellen? Hey Barrett, du bist gemeint. Jetzt werde ich sentimental. Hock dich hin und halt dein Maul. Offenbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern. Eines Tages wird Avalanche berühmt. Und ich auch. Hey, Cloud. Willst du dir das mit mir ansehen? Eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können uns das mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Ich mag sowas. Bomben und Monitore, weißt du? So abgefahrenes Zeug. Pass auf, gleich fängt es an. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die obere Ebene liegt etwa 50 Meter über dem Boden. Der Hauptträger versorgt die Ebene im Zentrum. In jedem Sektor gibt es weitere Versorgungsträger. Die mir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis Nummer 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Früher hatte jedes Viertel einen Namen, aber keiner in Midgar erinnert sich noch daran. Jetzt gibt es nur noch durchnummerierte Sektoren. So weit ist es schon gekommen. Puh, jetzt hierzu. Schau! Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger herum. Wir müssten gleich ins Zentrum kommen. An jeder Kontrollstelle befindet sich ein ID-Sensor, der an die Zentraldatenbank im Shinra-Hauptquartier angeschlossen ist. Sie überprüft die Identität und den Lebenslauf von jedem Passagier hier im Zug. Jeder sieht, dass wir verdächtig sind. Deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Ich fand... Oh. Ach, wenn man von Teufel spricht. Die Lampe bedeutet, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten reinkommen. Egal, wir sind jetzt sowieso fast oben. Ach, nochmal Glück gehabt. Würd mir ja auf den Zeiger gehen, wenn ich Fahrgast wäre. Okay, ich fand das immer mit dem Schienennetz ganz interessant. Jetzt gerade auf dem Monitor nicht so, aber wenn man sieht, wie der Zug fährt und wie das hier aufgebaut ist, wie allgemein die Stadt aufgebaut ist. Schau, du kannst die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Eine schwebende Stadt, da wird ein Jahr mulmig. Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist immer für eine Überraschung gut. Die Welt da oben, eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser verkackten Scheißscheibe müssen die Leute unten leiden. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verdreckt. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Warum ziehen dann nicht einfach alle auf die Platte? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie kein Geld haben oder vielleicht... Weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Ich weiß, keiner lebt freiwillig in den Slums. Es ist wie mit diesem Zug, der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen.
Hey, da, kommt mal alle hier rüber. Rüber, upsala. Wenn man so lange bei der Eisenbahn wie ich, wenn man so lange bei der Eisenbahn ist wie ich, begegnet man vielen Menschen und erlebt viel. Menschen, die sich begegnen, die sich trennen, Freude, Trauer. Nach einer Weile berührt es einen nicht mehr. Die Mission war ein Erfolg, aber ihr dürft euch nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt vielleicht doch viel größer aus. Wir treffen uns dann im Versteck. Raus hier! Alles sehr auffällig, finde ich. Hätte man noch unauffälliger machen können. Wir müssen also nun zum Versteck. Ich lasse dich heute an... Entschuldigung, die haben wir ja gerade schon gesehen. Ich lasse dich heute Nacht nicht gehen. Wie? Können wir hier irgendwo allein sein? Wie? Es gibt hier nur den Eisenbahnfriedhof und da spukt es angeblich. Verflixt. Hm? Zack. Bleibt ihr stehen? Nein, sie bleiben nicht stehen. Aber hier haben wir einen Speicherpunkt. Ich werde noch einmal speichern. Upp, das war kein Speichern. So. Ja, das ist echt blöd mit den Analogstick. Muss ich auf jeden Fall noch ändern. Jetzt aber! Huch! Was machst du da? Das geht aber nicht. Willst du es dir ansehen? Es hat da oben eine Detonation gegeben. Wenn der Pfeiler einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nichts mehr übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Schau nur, das ist gigantisch. Hoffen wir, dass dieser Pfeiler niemals einstürzen wird. Ach, was für ein seltsamer, aber schöner Anblick. Gehört alles mir. Aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Hey, yo, Claude! yo, Claude! Komm rüber sofort. Ja, lass dich doch mal ein bisschen rumgucken. Tja, wir brauchen unsere Ruhe. Da kann man mal reingehen und ein bisschen rumschießen, damit die Leute uns in Ruhe lassen. Hast du gehört? Was denn? Es gibt Neuigkeiten. Es soll eine Explosion gegeben haben. Oben. Die Terroristen sollen es gewesen sein. Und diesmal war es angeblich was ist denn heute los? Ein Makoreaktor. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, ich stehe über solchen Dingen. Und wenn du mich fragst, wenn sie Midgar den Strom abstellen, dann sind seine ganzen Computer und Signale lahmgelegt. Der finanzielle Schaden dürfte in die Milliarden gehen. Und das ist längst nicht alles. Eine Menge unschuldiger Leute sind auch umgekommen. Oh. Wenn die Explosion wenigstens in der Nacht passiert wäre, dann wäre es was anderes gewesen. Wenigstens wären sie dann alle im Schlaf gestorben. Die Frage ist, sind Menschen umgekommen oder hat Shinra das nur erfunden? Ja, ich weiß, es soll erst hier hin. Ja, das machen wir gleich alles. Okay, rein da. Okay. Papa! Das ist nicht mein Papa. Marlene, willst du nicht etwas zu Cloud sagen? Willkommen zu Hause, Cloud. Scheint, als wäre alles gut gegangen. Hast du mit Barrett gekämpft? Wir sind mal ehrlich, haben wir?
Ich hätte es wissen müssen. Er kommandiert immer alle herum und du warst von jeher eine Kämpfernatur. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und da haben wir jetzt Tifa kennengelernt, die hier noch etwas andere Kleidung trägt als zum Beispiel in Final Fantasy VII Advent Children und auch in Crisis Core. Blumen? Wie nett. Hier in den Slums sieht man kaum welche. Aber eine Blume? Für mich? Oh Cloud, das wäre doch nicht nötig. Ist nichts Besonderes. Wir... Shipping-mäßig bin ich ja für jemand anderen, aber wir geben sie tiefer. Das tut, glaube ich, auch nichts wirklich zur Sache. Danke, Cloud. Sie duftet so herrlich. Am liebsten hätte ich den ganzen Laden voller Blumen. So, Kollegen. Ah, es geht doch nichts über den ersten Schluck nach einem Einsatz. Trinkt doch auch noch einen mit uns. Boah, warum nicht? Huch, so ist's recht. Auch wenn du bei Soldat warst, hier bist du trotzdem ein Neuling. Tu also, wenn ich dir etwas sage. Nix. Oh, erzähl Barrett nichts von dem, was ich ihm gesagt habe. Ach, Cloud. Tifa ist eine Meisterköchin. Egal, ich will dir was sagen. Worum geht's denn? Tifa lässt mich immer probieren, wenn sie kocht. Und darum bin ich jetzt so kugelrund. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Aber der Laden ist berühmt für sein gutes Essen. Und für seine Getränke erst recht. Vorsicht, ich bin ganz aufgeregt. Warum nur? Okay. Wir reden mit Tifa. Tut mir leid, Cloud. Marlene ist wohl etwas schüchtern. Hey, Marlene? Ich glaube, wir werden einmal rausgehen. Oh! Papa, willkommen daheim! Alles okay, Barrett? Bestens. Kommt runter, ihr Spinner. Die Konferenz fängt jetzt an. Ich muss bei ihm immer lachen. Ich weiß nicht warum. Ich fand ihn immer toll. Aber wir gehen noch nicht nach unten. Setz dich. Wie sieht's aus? Möchtest du was trinken? Ich brauche was Hartes. Einen Moment, ich mach dir ein. Weißt du, ich bin froh, dass du heil zurück bist. Was ist denn auf einmal los mit dir? Es war kein besonders schwerer Auftrag. Kann schon sein. Du warst ja Soldat. Vergiss nicht, deinen Lohn bei Barrett abzuholen. Mach dir keine Gedanken. Sobald ich das Geld habe, bin ich weg von hier. Cloud, geht es dir wirklich gut? Klar, warum? Einfach so, du siehst sehr müde aus, das ist alles. Du gehst jetzt wohl am besten nach unten. Jo. Ich mach den Kühlschrank auf, geht nicht. Ach, das war alles noch so liebevoll gemacht. So hier, wenn man das sieht, das ist zwar natürlich super pixelig, ne? Aber es ist alles so liebevoll gemacht, so viele Details in den Raum. Ich fand das immer so, ich habe mir das immer so gerne angeguckt. Da, die kleinen Zigaretten. Ich mag das. Ich finde das immer noch total süß. Ups. Hey, schau mal, was die Nachrichten bringen. Eine Riesenexplosion. Glaubst du, das ist alles wegen meiner Bombe? Ich habe es ganz genau so gemacht, wie es der Computer gesagt hat. Oh nein, ich muss mich irgendwo verrechnet haben. Heute wurde Reaktor 1 bei einer Bombenexplosion zerstört. Die Terroristengruppe Avalanche hat sich zu dem Anschlag bekannt. Es steht zu befürchten, dass Avalanche die Anschläge fortsetzen wird.
Bürger von Midgar, es gibt dennoch keinen Grund zur Angst. Ich habe unverzüglich Soldaten zum Schutz der Zivilbevölkerung vor diesen sinnlosen Gewalttaten mobilisiert. Vielen Dank und gute Nacht. Bin ich zu verkrampft? Nein, ich wollte gar nicht Ja machen. Oh Gott. Ziel der nächsten Mission ist es, den Reaktor in Sektor 5 hochzujagen. Cloud, du bist so cool. Bist du nie aufgeregt? Oder bist du sozusagen unempfänglich für alle Gefühle? Nein, das kann nicht sein. Ich mach mal nein. Schon gut, mach dir keine Gedanken um mich. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber im Grunde meines Herzens bin ich ein Feigling. Nein, Quatsch. Du, Cloud, ich muss dich was fragen. Waren bei denen, die heute gegen uns gekämpft haben, Soldaten dabei? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Das hört sich aber sehr sicher an. Wären Soldaten dabei gewesen, würdest du jetzt nicht vor mir stehen. Glaub nicht, dass du eine ganz große Nummer bist. Bloß weil du Soldat warst. Ich hau dir eine rein. Halt die Fresse. So. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle Soldaten stark. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Bild dir bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an Shinra klammern. An Shinra klammern? Du hast mich was gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben. Das ist alles. Ich gehe nach oben. Wir reden über das Geld. Oh, Mann, der kann doch gar nichts dafür. Mist, das viele Geld. Papa, du bist so toll. Mist, das viele Geld. Warte, Cloud. Diva, lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er immer noch Shinra vermissen. Schluss jetzt. Mir liegt weder was an Shinra, noch was an Soldat. Aber versteht mich nicht falsch. Avalanche und der Planet sind mir genauso egal. Und ich erfinde Wörter da, wo keine sind. Das Problem habe ich ja auch immer. Sonst auch immer. Oh, er flippt aus. Ach Mann, der Arme. Bitte bring die Angelegenheit mit allen in Ordnung. Ich versuche es tiefer. Achso. Hör zu, Cloud. Ich möchte dich um etwas bitten. Mach bei uns mit. Tut mir leid, Tifa. Der Planet stirbt. Er steht langsam, aber sicher. Wir müssen etwas unternehmen. Sollen Barrett und seine Kumpels doch was dagegen unternehmen? Ich habe damit nichts am Hut. So? Du gehst also wirklich? Du gehst hier einfach so weg und lässt deine alte Freundin sitzen? Was? Tut mir leid. Du hast auch das Versprechen vergessen. Versprechen? Also hast du es vergessen. Erinnere dich, Cloud, es war vor 7 Jahren. Der Wasserturm. Erinnerst du dich? Ja, damals. Ich dachte, Tifa würde nie kommen, immer wurde etwas kalt. Sorry. Du sagtest, du wolltest über etwas reden? Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier. Ich gehe nach Midgar. Alle Jungs verlassen die Stadt.
Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Ich möchte Soldat werden. Ich werde der Beste sein. Genauso wie Sephiroth. Sephiroth, der große Sephiroth. Ist es schwer, Soldat zu werden? Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hierher zurückkommen. Ich habe heimlich getrunken gerade. Hm? Wenn du gut bist, kommst du dann in die Zeitung? Ich werde es versuchen. Hey, warum geben wir uns nicht ein Versprechen? Wenn du berühmt wirst und ich in der Patsche sitze, kommst du und rettest mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Komm schon, versprich es mir. Na gut, ich verspreche es. Jetzt weißt du es wieder, stimmt's? Unser Versprechen. Ich bin kein Held. Und ich bin nicht berühmt. Ich kann das Versprechen nicht halten. Aber dein Kindheitstraum ist doch wahr geworden. Du bist Soldat geworden. Also musst du auch dein Versprechen halten. Warte mal kurz, du super toller Soldat. Versprochen ist versprochen. Hier. Geld von Barrett erhalten. 1500 Gil. Das ist mein Anteil? Soll das ein Witz sein? Wie? Du wirst also... Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach. Für 3000 mache ich's. Was? Schon gut, schon gut. Wir brauchen aber ganz dringend Unterstützung, richtig? Das Geld ist für Marlenes Ausbildung gedacht. 2000. Danke, Cloud. Gute Nacht.